Der FC Memmingen Sporttreff mit freundlicher Unterstützung von Mercedes Baumann in Memmingen. Mercedes-Baumann.de. Herzlich willkommen zum ersten FCM Sporttreff bei TV Allgäu aus der Memminger Fußballarena. Wir werden Ihnen in den nächsten Minuten nicht nur eine Zusammenfassung des Freundschaftsspiels zwischen dem FC Memmingen und dem FC Augsburg zeigen, sondern wir werden uns auch unterhalten mit den Trainern und Vereinsverantwortlichen beider Vereine. Bevor wir damit allerdings starten, hat mein Kollege David Joh nochmal einen Blick auf die Vorbereitungen beider Clubs geworfen. Jubelstimmung beim FC Augsburg, der Aufstieg ins Fußball-Oberhaus, der bislang größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Doch die Zeit des Feierns ist definitiv vorbei. Als erster Bundesliga-Verein startete der FCA bereits am 19. Juni in die Saisonvorbereitung. Und das vor einer Rekordkulisse von 2500 Zuschauern im Rosenau-Stadion. Mit dabei auch die meisten Neuverpflichtungen des Aufsteigers. Insgesamt 6 neue Gesichter sollen den FCA verstärken und die Abgänge unter anderem von Traoré und Sinkewitz ausgleichen. Unter anderem dabei der Holländer Lorenzo Davids, seines Zeichens Cousin des ehemaligen Oranje-Nationalspielers Edgar Davids. Große Hoffnungen dürfte der FCA aber auch in ihn setzen. Akagi Gogia, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde und erst zum Trainingslager in Bad Göggingen zur Mannschaft dazustieß. Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben als Spieler? Ja, ich bin so ein Spontanspieler. Also wenn ich offensiv sehr flexibel, rechts wie links und gehe auch gerne, sag ich mal, gehe sehr oft ins 1 gegen 1 und das ist so meine Stärken und defensiv, da muss ich noch vielleicht ein bisschen arbeiten, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Der FCA rüstet sich für den Saisonstart in Liga 1 am 6. August gegen den SC Freiburg. Eines aber ist klar, die Augsburger mit einem Etat von etwa 30 Millionen Euro werden von Anfang an gegen den Abstieg spielen müssen. Der Abstieg für den FC Memmingen spielt der in der kommenden Saison keine Rolle. Denn aufgrund der beschlossenen Regionalliga-Reform wird das Team von Esat Karic automatisch auch in der Spielzeit 2012-2013 viertklassig spielen. Trotzdem, die Herausforderungen sind da. 8 Neuverpflichtungen, unter anderem der 25-jährige Mario Schmidt vom TSV Eindling, sollen den FCM auf einen einstelligen Tabellenplatz hieven. Und dafür wird seit etwa 2 Wochen hart gearbeitet, was dem FCM hier beim 0:0 gegen den Landesliga-Aufsteiger Sonthofen anzumerken war. Aber fehlte Spritzigkeit, normal in der Vorbereitung. Trotzdem sind die Spieler heiß, vor allem auch auf das Freundschaftsspiel gegen den FC Augsburg. Ja klar, die Vorbereitung ist schon hart, gerade weil du viel läufst und weil du dann eigentlich ziemlich müde bist. Aber wenn so ein Highlight vor der Brust steht, wie wenn du einen Erstligisten hast, das ist natürlich ganz klar, dass du vielleicht dann nochmal irgendwo 5 oder 10% mehr rauskitzeln kannst, ganz normal. Aber wir freuen uns natürlich riesig drauf. Fehlen dürften den Memmingern in der nächsten Saison vor allem Johannes Rehm und Stefan Pfohmann. Beides waren wichtige Komponenten im Team von Esat Karic. Diese Abgänge zumindest zu kompensieren, das ist der Job der Neuen im Team. Denn auch wenn der Klassenerhalt sicher ist, für den FCM geht es vor allem darum, attraktiven Fußball zu bieten. Denn ohne Zuschauer lässt sich die vierte Liga nicht finanzieren. Ja, Stichwort Zuschauer. 1800 Fans sind vergangene Saison im Durchschnitt zu den Regionalligaspielen des FC Memmingen gekommen. Das war sehr, sehr beachtlich. Im Vergleich dazu zu den Bayernliga-Zeiten waren es hier nur knapp 300. Auch zum Gastspiel des Bundesliga-Aufsteigers aus der Schwabenmetropole war die Memminger Arena hier sehr, sehr gut gefüllt. Und egal, ob sie mit den Allgäuern oder mit den Augsburgern sympathisierten, sie mussten ihr Kommen auf keinen Fall bereuen. David Joh sagt Ihnen, wie das Spiel gelaufen ist. Und zu bereuen gab es für die etwa 3600 Zuschauer im Bodenseestadion tatsächlich nichts. Denn beide Teams nahmen das Freundschaftsspiel durchaus ernst. Memmingen mit altbekannten und neuen Gesichtern in der Startelf. Candy Decker und Andy Hindelang in der Offensive und die neuen Benjamin Sturm und Dominik Bobinger in der Innenverteidigung. Augsburg vorn unter anderem mit Michael Turk und hinten zum Beispiel mit Sanko, Reinhardt und Sinkala.
Das Team von Trainer Esat Karic zwar defensiv ausgerichtet, aber überraschenderweise in den ersten Minuten mit den besseren Aktionen. Zobel auf Decker und der setzt Hindelang in Szene. Aber Keeper Amsif hatte aufgepasst. Kurz darauf die Gastgeber mit dem Freistoß und erneut scheitert Hindelang am Augsburger Torhüter. Augsburg brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu kommen, doch dann ein langer Ball in die Spitze, Bader mit einer zu zögerlichen Abwehr. Thorsten Oerl mit der Flanke und der Rest ist kein Problem für Tobias Werner. Der FCA führte aber erst nach etwa einer Viertelstunde. Individuelle Fehler verzeiht ein Bundesligist eben nicht. Und das war auch wenige Minuten später nicht anders. Der Torschütze zum 0:1 mit dem Pass auf Michael Turk und der schiebt ganz souverän zum 0:2 ein. Arg viel mehr hochkarätige Chancen gab es in Durchgang 1 nicht. Beiden Teams war die schwere Vorbereitung anzumerken. Dann die zweite Halbzeit. Der FCA immer wieder mit guten Chancen, doch Memmingen blieb, auch dank eines Tobias Kirchenmeier im Tor, in Hälfte 2 ohne Gegentreffer. Stattdessen machte der Regionalligist wieder Druck. Andi Hindelang mit dem Freistoß, doch der eingewechselte Simon Jentsch war zur Stelle. Dann einer der Schlussakzente und die umstrittenste Situation im gesamten Spiel. Mario Schmidt mit der Ecke und erneut Andi Hindelang mit der Chance für den FCM. Drin oder nicht, der Schiri sagte nein, doch alle anderen sahen es anders. Ja, also wird von mehreren Seiten vermutet, dass er drin war. Wir haben auch gerade beim Simon Jentsch schon nachgefragt und sagt selber, dass er drin war. Mein Gott, das soll nicht sein, aber im Endeffekt, wir sind alle zufrieden, wie gesagt, mit der Leistung heute und es war schon okay. Der FC Augsburg zum Schluss noch mit einer Offensivaktion, doch mehr war für den Erstliga-Aufsteiger beim FC Memmingen nicht drin. Ja, es war im letzten Jahr schon ähnlich, dass es eine sehr unangenehme Mannschaft ist zu spielen. Sie haben auch ein gutes Spielsystem, spielen sehr aggressiv. Und haben auch nicht zuletzt auch in der Saison für ordentlich Furore gesorgt. Ich denke schon, dass wir ein ganz ordentliches Spiel gemacht haben. Sie müssen verstehen, wir haben morgen nochmal trainiert bei knapp 30 Grad. Das zehrt schon ein bisschen. Wir stecken mitten in der Vorbereitung. Manche Meter noch ein bisschen schwer. Die 0:2-Niederlage für den Regionalligisten, ein achtbares Ergebnis. Und für den FC Augsburg, der erste anspruchsvollere Gradmesser, bevor es heute Abend gegen den holländischen Erstligisten Arnhem geht. So, jetzt kennen wir das Ergebnis, jetzt kennen wir das Endergebnis. 2:0 hat der FC Augsburg hier beim FC Memmingen gewonnen. Das wollen wir jetzt natürlich diskutieren mit den Experten hier am Tisch in unserem Memminger Sporttreff. Herzlich willkommen Jos Luhukay, dem Trainer vom FC Augsburg, dem Manager Andreas Rettig und die Gastgeber sind auch da. Herzlich willkommen Esat Karic und Armin Buchmann, der Vorsitzende des FC Memmingen. Die erste Frage gebührt natürlich dem Gast, Herr Luhukay. Seit vergangenen Sonntag sind die Jubelfeierlichkeiten, glaube ich, vorbei. Sie haben noch einmal eine große Ehrung durch den bayerischen Ministerpräsidenten bekommen. Aber danach war wahrscheinlich vorbei mit Feiern und jetzt beginnt der Ernst des Lebens mit diesem Testspiel hier in Memmingen. Ja, eigentlich sind wir schon mehrere Wochen ohne Feier gewesen, weil ich denke, dass wir das abgeschlossen haben nach das letzte Spiel Montagsabend gegen Hertha, wo wir Montagsabend in Augsburg die Ausstiegsfeier hatten. Und wir sind jetzt schon 3 Wochen sehr konzentriert und ernsthaft wieder im Training eingestiegen. Und wir sind voll in die Vorbereitung und man sieht, dass von Spiel zu Spiel die Mannschaft immer situativ besser in ihren Rhythmus kommt. Und von Sonntagabend war nochmal eine Anerkennung für die Region, für die Stadt, für den Verein, um nochmal den Preis in München zu bekommen. Wie sind Sie denn zufrieden jetzt nach dem 2:0 hier in Memmingen? Hat Ihnen der Test ein paar Aufschlüsse geben können? Ja, erstmal war ich froh, dass wir hier überhaupt in Memmingen spielen könnten. Auch noch mein Dank an all die Verantwortlichen, die wieder einen fantastischen Abend organisiert haben. Ich spiele gerne hier, weil auch die Kulisse mit den Fans hier wirklich ein bisschen einen absolut attraktiven Rahmen bietet. Und vom Spiel her denke ich, dass wir noch viel zu tun haben. Das Defensivverhalten muss konsequenter und muss
ja, in das Übergeben und Übernehmen viel direkter werden, und in das Coaching sind wir auch super passiv. Also ich habe schon das eine und andere noch gesehen, was wir sicherlich auch verbessern müssen. Wollen wir in die erste Liga bestehen und in das Offensivverhalten haben wir 2 gute Tore erzielt, aber insgesamt war das mir offensiv viel zu wenig, weil wir uns auch viel zu schwer getan haben, um uns fußballerisch durchzusetzen. Vielleicht auch an Mitwirken von hier die Menge Mannschaft, die alles versucht hat, um ja hier auch ein gutes Spiel abzuliefern. Wir hatten dadurch auch riesen Probleme, um uns in das Kombinationsspiel vernünftige Chancen herauszuspielen. Und wenn, dann war immer noch der ein oder andere Abspieler von Memmingen dazwischen oder auch der Torwart. Also insgesamt haben wir noch viel Arbeit vor uns, und das wissen wir, und da müssen wir dran arbeiten. Der FC Augsburg hat auch zahlreiche Neuverpflichtungen präsentiert. Der Andreas Rettig ist zuständig, mitzuständig und mitverantwortlich für die Verpflichtung der Neuen. Waren Sie denn heute zufrieden? Haben Sie das Auge hauptsächlich auf die Neuen gerichtet? Nein, wir differenzieren ja nach ein paar Wochen nicht mehr zwischen Neu und Alt. Bei uns sind alle Spieler des FC Augsburg, da gibt es auch keinen Unterschied mehr. Wir, und das, da haben wir eine Seelenverwandtschaft mit dem Club hier beim FC Memmingen, dass wir auch nur das machen, was wirtschaftlich vernünftig ist. Wir haben keine Hasardeur-Mentalität. Das gefällt mir auch hier an dem Club in Memmingen, dass da kluge Leute am Werk sind und auch nur das tun, was möglich ist. So handhaben wir es auch. Und von daher haben sich die Ausgaben, was die Neuen angeht, auch genau in diesem Rahmen bewegt. Eine abschließende Bemerkung zum Ergebnis möchte ich natürlich noch sagen. Es ist keine Überraschung, dass es 2-0 ausgegangen ist, denn im letzten Jahr haben wir hier 2-0 gewonnen und hatten beide Mannschaften Erfolg. Wäre Quatsch, das zu ändern. Sehr gut, dann hoffen wir, dass das auch das gute Omen für die kommende Saison ist. Herr Rettig, man muss natürlich auch einen Blick vorauswerfen. Reicht es mit diesen Verstärkungen für die erste Liga? Der Klassenerhalt wird von Anfang an natürlich ganz oben stehen. Alles andere wäre, denke ich, vermessen. Oder kann sogar eine Überraschung kommen, dass der FC Augsburg so ein zweites Hoffenheim in der Bundesliga wird? Nein, das kann ich ausschließen, weil wir die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Hoffenheim nicht annähernd besitzen. Und für uns gilt es darum, nach 34 Spielen den Kopf über Wasser zu behalten. Das wird schwer genug, egal wen wir noch verpflichten und ob wir jemanden verpflichten. Weil mit unserem Etat sind wir auf einem Abstiegsplatz wirtschaftlich gesehen. Und ja, ob das sportlich dann am Ende auch so sieht, ja, das fragen Sie mich bitte dann im Mai. Okay, es waren heute 3.600 Zuschauer hier. Das sind alles potenzielle Augsburg-Fans. Ja, dann werden die Memminger sicherlich sauer sein, weil wenn sie sich entscheiden müssen, am Wochenende nach Memmingen oder nach Augsburg zu fahren, dann würde ich empfehlen, freitagsabends nach Memmingen und am Samstag 15.30 Uhr in die SGL-Arena. Also von daher, glaube ich, kommen wir uns da nicht ins Gehege, und das merkt man ja auch, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, das ist eher partnerschaftlich, denn im Wettbewerb zu sehen. Okay, dann kommen wir mal zum FC Memmingen. Isak Karic, der Trainer unter die Augsburger Seite, lobt den FC Memmingen auch für das Ergebnis. Sind Sie ebenso zufrieden heute mit einem 0-2 gegen einen Bundesliga-Neuling? Ja, es ist, möchte mich gratulieren für diese Komplimente, was wir haben jetzt zugehört von unseren Gegnern. Es ist, da möchte ich auch dann Glückwünsche für die kommende Saison für den FC Augsburg. Ja, das ist wichtig für die Region, aber zu meiner Mannschaft wirklich. Wir haben versucht, auch nach dem Ballgewinn offensive, sagen wir so, zum Torschuss zu kreieren. Wir haben schon eine oder andere gute Möglichkeit gehabt. Mit Ergebnis 2-0 kann man leben, sage ich jetzt. Wir sind zufrieden. Das könnte, wenn die hätte Augsburg vielleicht noch mal Gas richtig gegeben, das wäre sicherlich enge Kiste für uns. Das ist Fakt, und da muss man akzeptieren. Das ist keine unserer Gegner in kommende Saison, sondern wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit in dieser Phase nach 2 Wochen. Das kann man sagen, Mannschaft hat sich heute ganz gut präsentiert. Sie hatten ja damit zu kämpfen, dass der FC Memmingen in der alten Saison 7-mal hintereinander verloren hat. Was musste man denn da in der Sommerpause tun, um die aus dem moralischen Tief ein bisschen rauszuholen? Ja, ich denke, das war sicherlich für mich auch erstes Mal negative Erfahrung als Trainer für die Mannschaft oder für den Verein. Der Verein hat schon in seiner Geschichte solche Erlebnisse, negative Erlebnisse gehabt. Ich persönlich nicht, aber wir haben viele
mit den Spielern gesprochen. Wir haben auch sehr korrekt analysiert. Wir haben schon gewusst, dass das war sicherlich ganz, ganz schwierig für uns, wenn man weiß, dass wir haben mit 13 Spielern oder 14 Spielern ganze Rückrunde gespielt, mit 6 Spielen in 20 Tagen. Man muss realistisch sein. Da kommt ja auch da nach dem Sieg gegen Kräuterfeld, dass wir haben definitiv Klasse erhalten. Da kommen die alle Prozente zusammen und dann unglückliche verlorene Spiele zu Hause. Und wenn man setzt diese negative Trendserie, dann ist es auch dann schwierig rauszukommen. Armin Buchmann, tolle Kulisse heute, 3600, sogar drüber ein bisschen. Sie sind sicher sehr, sehr zufrieden. Ein Wort, wie das Spiel auch zustande gekommen ist hier gegen den FCA. Ja, wir haben ja einen sehr guten Draht, der Herr Rettig und ich haben uns kennengelernt, wo wir beide ein bisschen tiefer waren, auch von der Liga. Ich kann hier die Komplimente auch nur zurückgeben. Sensationell, was da beim FC Augsburg geleistet wurde. Wir haben uns gerade für die dritte Liga unterhalten, wie es da mit den Zuschauern waren. Es war eigentlich, glaube ich, damals sogar in der dritten Liga was Dreistelliges. Wenn man dann die Vorbereitungsspiele sieht gegen Auswahl mit 2500, gegen den TSV Gersthofen mit 2000 Zuschauern und jetzt beim FC Memmingen mit 3600, 4000 wollen wir haben, das haben wir ganz geschafft. Aber wenn man ein bisschen so die Vorbereitungsspiele auch von Schalke, Dortmund und so weiter anschaut, also selbst schon solche Vereine nicht unbedingt gegeneinander spielen, sondern gegen Dritt- oder Viertligisten, dann ist es eine Seltenheit, dass es einmal 3000 sind. Und bei so einer Kulisse ist man natürlich sehr stolz. Wunderbar. Abschließend vielleicht noch eine kleine, schnelle Fragerunde an alle vier. Welche Schlagzeile würden Sie sich in der kommenden Saison über Ihren Verein gerne wünschen, Herr Rettig? Ja, der FCA und der FC Memmingen erreichen das Klassenziel. Okay. Hallo, Kai. Sie schließen sich an. Hat der FC Memmingen hohe Ziele? Welche Schlagzeile, Herr Buchmann, würden Sie sich wünschen? Ja, da werde ich immer wieder gefragt, vor allem nach den Journalisten oder von den Journalisten, was das Thema dritte Liga anbelangt. Aber das ist immer sehr, sehr weit weg. Wir freuen uns jetzt auch mal, dass wir ein zweites Jahr da drin spielen dürfen, wenn die Regionalliga Bayern kommt. Dann wird man sehen, wie sich diese Liga gestaltet. Und vielleicht einmal mit ganz, ganz viel Glück, wenn wir mal oben anklopfen. Aber ob das jetzt in 2, in 5 oder in 10 Jahren ist, wird man sehen. Aber ich denke, 10 Jahre wird der ESA ja auch noch Trainer sein. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Und ESA Karic wünscht sich die Schlagzeile, trotz Fortsetzung der Niederlagenserie bleibt ESA Karic für immer FC Memmingen Trainer. Das weiß ich nicht, das entscheidet der Verein. Ganz kurz, wir steigen mal auf. Sehr gut, wir steigen auf. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank an die Runde. Toi, toi, toi. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und damit sagen wir danke. Danke fürs Zuschauen vom ersten Memminger Sporttreff aus der Memminger Arena. Vielen Dank.